Also zunächst mal, wir freuen uns sehr, dass die Hagen-Agentur uns mit eingeladen hat, sind der Einladung auch sehr, sehr gerne gefolgt, werden die komplette Bandbreite, die Polizei so bieten kann, vorstellen. Das heißt, wir werden die Dienstfahrzeuge zeigen, vom neuen BMW über den Polizeigrad, über Transportfahrzeuge bis hin zu einem Zivilfahrzeug. Wir werden unsere Einstellungsberater vor Ort haben, die interessierten jungen Menschen erläutern, wie man eben bei der Polizei oder welche Voraussetzungen man erfüllen kann, um bei der Polizei einzusteigen. Wir werden ein bisschen was zum Einbruchsschutz erzählen, also werden unsere Vorbeuger mit am Start haben. Wir werden aber auch für die ganz Kleinen was bieten, und zwar die Polizeipuppenbühne, die sich in Bezug auf Verkehrserziehung da was hat einfallen lassen. Und ja, letztendlich das Programm abrunden wird ja allgemein, also werden wir, die wir dann Rede und Antwort den interessierten Bürgerinnen und Bürgern stehen. Ja, die Polizeihunde sind auch alle vor Ort. Eine Hundeführerin, drei Hundeführer mit ihren vierbeinigen Kolleginnen und Kollegen, und werden mal vorführen, was so ein Polizeihund in der Lage ist zu leisten. Ja, wir finden das ganz klasse, jetzt auch mal gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, wo ja das ganze Jahr über Arbeitskontakte bestehen, uns hier der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Die Feuerwehr wird hier eine Fahrzeugschau vor Ort haben, wo sich interessierte Bürger, Kinder über die Technik der Fahrzeuge, die Besonderheiten der Fahrzeuge informieren können. Darüber hinaus werden unsere Taucher hier sein, die einen Einblick über ihre Tätigkeiten und Aufgaben liefern werden. Wir haben einen Feuerlöschtrainer hier, wo man den Umgang mit Kleinlöschgeräten proben kann oder üben kann. Darüber hinaus wird noch zusätzlich durch die Feuerwehr in Verbindung mit der Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz in Verbindung auch der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft verschiedene Einsatzübungen nachgestellt. Schwerpunkte sind hier zum Beispiel Verkehrsunfälle im Moment, weil die sich einfacher darstellen lassen können an diesen Örtlichkeiten. Die Taucher zeigen halt so ihre Können und die Ausbildungsstufen, was der Taucher unter Wasser beherrschen muss. Es ist wie ein großes Aquarium, wo die Zuschauer von außen gucken können, was so Übungs, ja, Aufgaben sind für einen Feuerwehrtaucher, für sein späteres Handwerk im Einsatz, natürlich unter schöneren Bedingungen bei klarem Wasser, wo die Zuschauer halt auch was sehen können. Unter anderem erhoffen wir uns natürlich auch für das Ehrenamt Nachwuchskräfte zu werben. Darüber hinaus wollen wir einen Einblick in unsere Tätigkeit geben, weil ich glaube, jeder nimmt die Feuerwehr nur wahr, sie fährt mit Blaulicht an einem vorbei, hilft. Aber was so eigentlich wirklich die Aufgaben, diese umfassenden Aufgaben der Feuerwehr sind, was da noch alles im weitreichenden Bereich hintersteht, weiß, glaube ich, keiner so wirklich im Detail, der nicht gerade nah an dieser Materie dran ist. Unter anderem werden für die Kleinen, so viel ich weiß, noch an den Feuerlöschtrainer Verhaltensmaßnahmen gezeigt, wie die das machen können. Dann wird die Polizei hier vor Ort, so viel ich weiß, mit der Verkehrserziehung sein, mit ihrem Puppentheater oder Verkehrstheater. Dann werden wohl, so viel ich auch noch weiß, weitere Organisationen für Kinder noch gewisse Stationen aufbauen, wie Catcar-Rennen oder Catcar-Fahren, ähnliches. Wir werden auf der Springe beim ersten Hagener Blaulichttag eine Einsatzeinheit NRW präsentieren, die im Allgemeinen von den Hilfsorganisationen in NRW gestellt wird. Das ist ein NRW-spezifisches Konzept, was so es auch nur in NRW zu finden gibt. Für uns ist es ein aufregendes Erlebnis, außerhalb des normalen Einsatzgeschehens auch mal einfach unsere Technik, die wir haben, präsentieren zu können. Normalerweise sind wir eher im Hintergrund mit unseren Einheiten für Großschadenslagen präpariert, aber so können wir auch mal die Gelegenheit nutzen und aktiv den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zeigen, was das DRK zu bieten hat. Selbstverständlich auch Mitgliederwerbung. Wir können immer wieder neue Mitglieder gebrauchen, gerade insbesondere dadurch, dass vor ein paar Jahren die Wehrpflicht weggefallen ist, fehlen uns massiv Nachwuchskräfte, die bereit sind, ihre Freizeit dahingehend zu opfern, sich für das Allgemeinwohl der Bevölkerung einzusetzen. Es ist wie ein großes Familientreffen für uns, da im Allgemeinen wir sehr gute Kontakte unter den anderen Organisationen pflegen, gerade zuletzt hier zu sehen auf dem Springefest, wo wir mit Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei und weiteren zusammengearbeitet haben und auch hier immer wieder die Arbeit reibungslos zwischen den einzelnen Kräften funktionieren muss. Wir
zeigen, einmal eine Tauchcontainer-Rettungsübung, einmal mit einem Spineboard, das heißt, wie man rückenverletzte Personen rückenschonend aus dem Wasser rettet. Außerdem zeigen wir noch Rettungsgriffe, wie man die Patienten dann auch an Land bringen kann. Und wir werden an unserem Stand neben Informationen rund um den Verein auch noch Knotenkunde anbieten, wo die Leute dann selber ihre Knoten Kenntnisse aufbessern können. Das ist für uns richtig wichtig, weil wir halt auch ehrenamtlich arbeiten und wir haben im Moment ein paar Nachwuchsprobleme und würden uns natürlich freuen, wenn wir Nachwuchs bekommen. Wir nehmen auch ältere Leute auf und bei uns gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, sich später auch weiterzubilden. Ihr seid auch am Wochenende, also erstmal kurz Vor- und Nachname und die Funktion. Ich bin Ariana Schmidt und bin die Referentin für der Öffentlichkeitsarbeit von der DLRG. Ihr seid auch am Wochenende hier auf diesem Platz vertreten. Was zeigt ihr?